Nigeria finds pleasure in the simplest things sometimes. I'm already too corrupt from the internet to say, yeah, I don't like the word pleasure anymore. I'll give it to you when we go home. Really? Snap. Ah, I broke my pencil. Sari hastily bends down to pick up the piece she dropped. But being inattentive of her surroundings, she bumps right into me. Sorry. It's fine. Finally. Eh? This one is good. I was wondering how long it will take you. All right. Yeah, just don't listen to what anyone else says. Especially Yuri. She just ignores me. I mean, that's okay to me, but... Why? Yuri wickelt ein langes Stück des roten Schleifenbands in der gewünschten Länge ab. Dann greift sie erneut in die Tasche und holt ein Taschenmesser hervor. Das Messer ist eigenartig schön. In den silbernen Griff ist ein verschachteltes Wellenmuster geätzt. Die Klinge selbst hat einen leichten Blauschimmer. Das ist kein gewöhnliches Taschenmesser. Es sieht sehr edel aus. Oh. Nun. Yuri blickt verlegen zur Seite. Was ist? Du wirst das bestimmt merkwürdig finden. Yuri, was es auch ist, mir steht kein Urteil darüber zu. Wieder so wie er mag, nicht wahr? Wenn du mir versprichst, jetzt nicht durchzudringen. Ja, ich verspreche es. Also gut. Es ist nämlich so, dass ich auf dem Messer stehe. Oh, you're horny about knives. Understandable. Have a good day and get out of my house, please. Es ist nur lustig, wie nervös du dabei bist, mir davon zu erzählen. Es ist, tja, ein interessantes Hobby. Aber ich finde, dass es zu dir passt. Yeah. Mir passt? Ja, es ist irgendwie intensiv. Ein kleiner Blutstropfen läuft an meinem Finger hinab. Yuri nimmt meine Hand und inspiziert die Wunde näher. Ah. Sie starrt sie sehr genau an und ist sichtlich unruhig. Falls du kein Blut sehen kannst, wasche ich es lieber sofort ab. Ohne Vorwarnung steckt Yuri meinen Finger in ihren Mund und leckt ihn ab. As I said, somebody's getting horny. It's getting hot in here. So take up all your girls. Ich fühle, wie ihre Zunge um meinen Finger fährt. Überrascht ziehe ich instinktiv meine Hand zurück. I mean, yes. Just, what? Why? Oh, bitte verzeih mir. Ich habe nicht nachgedacht. And please shut off there, Jasmine, and open the windows, please. Ich. Yuri senkt ihren Kopf. Ihr Gesicht ist dunkelrot. Yuri. Das ist das Peinlichste, was ich je getan habe. Wie konnte ich nur so etwas tun? Tut mir leid. Nun, es war schon etwas seltsam und hat mich kalt erwischt. Aber ich nehme an, dass sie nur helfen wollte, oder? She was horny and wanted some blood. Yuri, du reagierst etwas über... Yuri hebt den Kopf nicht. Was, wenn sie sich für den Rest des Nachmittags nicht davon erholt? Also gut, weißt du was? Das mag eine total blöde Idee sein, aber ich tue es trotzdem. Es ist eine totale blöde Idee und du solltest es nicht machen. Nicht tun. Ich nehme Yuris Hand und lecke im Gegenzug ihren Zeigefinger ab. Was habe ich eben gerade gesagt? Downed. Oh Mann. Yuris Rat befolgen entscheide ich mich für den kleinen Becher aus dem Badezimmer und nicht für die regulären Gläser. Ich stelle sie auf einen Teller, um versehentlich verschütteten Farbe aufzufangen und bringe alle zurück in mein Zimmer. Yuri? Ja? Ich sehe gerade noch, wie Yuri ihren Ärmel wiederholen und rollt und ihn über ihren Arm zieht.
I just wonder what this could mean. I mean, ich weiß ja nicht so, aber Mensch mit vielen Messern und Arm runterrollen. And I know enough about this game already. I played the original, so. Nothing more to add there. Jori geht einen Schritt auf mich zu und drückt den Kurs in meine Hand. Das mag ich an dir. Music, please go away. Wie bitte soll ich auf so etwas antworten? Well, how about... Aber das Problem löst sich von selbst, als Jori plötzlich zurückweicht. Sir Jori? Hallo, Roman. Where's the mythic? Sayori, wir wollten da gerade nicht. Nee, es ist okay, Roman. Ich bin nur hier, um kurz Hallo zu sagen. Tja, es ist schön, dich zu sehen. Tut mir leid, aber ich wollte gerade gehen. Ach, wirklich? Wie schade. Tut mir leid, aber wir sehen uns ja alle morgen beim Festival, so. Das ist doch okay, oder? Natürlich. Sayori strahlt. Like the sun. Ja, also, ich sehe dich um. Wow, der war fest. Jori ist eindeutig verlegen und eilt davon. Sir Jori winkt dir zum Abschied nach. Sir Jori, ich dachte, du wolltest heute nicht vorbeikommen. Also. Und das werde ich dir jetzt geben. Sir Jori. Oh boy! Du wirst mein allerbester Freund sein. Du wirst immer meine allerliebste Freundin sein. Für dich ist es jetzt am wichtigsten, dass die Dinge so sind, wie sie immer waren. Monika hat mit mir die Wahrheit erzählt. Wie viel glücklicher du zu sein scheinst, nachdem ich in den Club eingetreten bin. Ich weiß, dass du im Moment mit ziemlich schwierigen Gefühlen trinkst. Eine Frage, Blackberry. Hast du die DLC jemals das Original gespielt? Oder das wenigstens? Weil, I've tried to do something here. Aber bitte vertrau darauf. Okay, gut. Okay, das heißt, du solltest wissen. Es gibt einen Grund, warum ich zufälligerweise. Endlich beginnt Sayori richtig zu lächeln. Plötzlich dreht sie sich um und fällt auf ihre Knie. I'm sorry. Yeah, that's perfect. Cut and this is the end. Thank you for watching. Sie schreit so laut, wie sie kann und hält den Kopf dabei in beiden Händen. Ich bin so geschockt, dass ich überhaupt nicht weiß, wie ich reagieren soll. Sayori wirft mir über ihre Schulter einen Blick zu, lächelt schwach, dreht sich wieder um und rennt davon. Sayori! Ich bleibe hilflos von meinem Haus zurück. Warum fühle ich mich deswegen so schlecht? Es gibt nichts, was ich noch hätte tun können. Aber ich werde alles geben, was in mir steckt. Sayori wird mir immer meine allerliebste Freundin sein. Und ich werde alles tun, um jeden Tag ein Lächeln auf ihr Gesicht zu zaubern. So, und es ist Festivaltag. Heute ist der Tag des Festivals. Und Musik sagt einfach nur, yeah, about that. Ich hatte gerade deswegen erwartet, zusammen mit Sayori zur Schule zu gehen. Aber Sayori geht nicht ans Telefon. Ich überlege kurz, ob ich zu ihr nach Hause gehen und sie aufwecken soll. Aber entscheide mich dann doch dagegen. In der Zwischenzeit sollten die Vorbereitungen für die Veranstaltung fast abgeschlossen sein.
Das von Yuri und mir bemalte Banner ist mittlerweile getrocknet, sodass ich es aufholen und mitnehmen kann. Sie schrieb mir freundlich, dass ich nichts vergessen soll und ich konnte sie schnell beruhigen. Interessanterweise denke ich über die Veranstaltung vermutlich das gleiche Wissen wie Natsuki. Ich bin echt froh, wenn alles vorbei ist, damit ich mit Sayori und Yuri auf dem Festival umsehen kann. Aber soweit ich Monika kenne, wird die Veranstaltung sicher auch toll. Oh Mann, du bist der Erste. Danke, dass du so früh gekommen bist. Das ist komisch, nur ich hatte erwartet, dass zumindest Yuri schon hier sein würde. Monika legt kleine Heftchen auf ihren Tisch im Klassenzimmer. Die hat sie vorbereitet und darin stehen sicherlich all unsere Gedichte, die wir vortragen werden. Ich habe letzten Endes Monika irgendein Gedicht geschickt, das ich online gefunden hatte und von dem ich annahm, dass es ihr gefallen würde. Das werde ich also vortragen. Ich bin überrascht, dass du hier ohne Sayori auftauchst. Ja, sie hat schon wieder verschlafen. Das kleine Dummerchen. Man sollte doch denken, dass sie sich an einem so nichtigen Tag mehr anstrengen würde. Während ich das sage, erinnere ich mich plötzlich an das, was Sayori mir gestern erzählt hat. Und sofort fühlte ich mich schlecht, denn ich weiß, dass dies alles überhaupt nicht so einfach für sie ist. Ich habe das nur gesagt, weil ich es gewohnt bin, so über sie zu denken. Aber vielleicht hätte ich sie doch aufwecken sollen. Du solltest schon etwas Verantwortung für sie übernehmen, Roman. Ganz besonders nach dem, was gestern zwischen euch vorgefallen ist. Du hast sie heute Morgen schon arg hängen gelassen, weißt du? Vorgefallen? Monika, du weißt davon? Natürlich tue ich das. Schließlich bin ich der Clubpräsident. Aber ich stammel verlegen. Hat Sayori ihr wirklich so schnell davon erzählt, wie ich ihr Geständnis praktisch abgelehnt habe? Das wirft kein gutes Licht auf mich. Aber ich bin derjenige, der weiß, was am besten für sie ist, nicht wahr? Oh Mann, du kennst ja nicht die ganze Geschichte, also. Keine Sorge. Ich weiß wahrscheinlich viel mehr, als du denkst. Monika ist so freundlich wie immer, aber aus irgendeinem Grund läuft es mir jetzt eiskalt den Rücken hinunter. Hey, willst du dir die Heftchen ansehen? Sie sind echt gut geworden. Ja, genau. Ich nehme mir ein Heftchen vom Tisch. Oh, das sind sie wirklich. Damit werden die Leute den Club ganz bestimmt viel ernster nehmen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich blättere durch die Seiten. Das Gesicht von jedem Mitglied ist akkurat auf jeweils einer Seite gedruckt, was einem sehr professionellen Eindruck hinterlässt. Ich kenne Natsukis und Yuris Gedicht wieder. Es sind dieselben, die sie auch bei der Probe vorgeführt haben. Was ist das? Ich blättere zur Seite mit Sayoris Gedicht. Es ist nicht das, was sie geübt hatte. Das kenne ich überhaupt noch nicht.